Yo, was geht ab, Leute? Euer Vanquish Bag, also steckt mal einen Pimmel wieder ein, du. Und ja, ihr werdet schon im Titel sehen, Miguel Pablo versus Hera, Gay, Jay. Nee, ich weiß gar nicht mehr, ich bin verblendet von Miguel Pablos Video, Leute. Hi. Okay. Nee, auf jeden Fall, ich wollte mal über den scheiß Beef wieder labern, so. Ja, es gibt zurzeit zu viel Beef, Leute, ohne Scheiß. Es war das mit Kuchen, mit Kers natürlich. Und jetzt wieder ein Beef, man. Leute, aber bitte fallt auf so eine Scheiße eigentlich nicht mehr rein, weil ich bei denen, man weiß, ich war auf YouTube, der Beef ist zu 80% fake, Mann. Weil, Leute, wisst ihr eigentlich, was die für Klicks bekommen und was sie wieder verdienen? Und als ob der kein Monetisierung. Kein Plan, Leute, ich bin ein bisschen verplant. Hi. Okay. Auf jeden Fall, als Hera J hat gesagt, er macht kein Geld mit dem Video und kein Plan, also ich weiß nicht, ob man das glauben kann, auf jeden Fall, aber meine Meinung ist eher, dass das ein bisschen inspiriert ist, so um Klicks zu geiern bei beiden. Und auch wenn die Beef haben, Leute, ohne Scheiß, ich verstehe nicht, warum man das immer auf YouTube klären muss, mit einem Video gegen den anderen und dann bla bla bla, Leute, das ist so unnötig. Und ich weiß nicht, kann auch einfach sein, dass die ein bisschen Fake machen und ein bisschen da Klicks rausholen. Weil Leute, schau. Zum Beispiel Miguel Pablo macht das erste Video, macht den Diss-Track hingehen. Bekommt übelst viele Klicks natürlich, weil die ganzen Leute von Hera J kommen rüber und disliken das Video, aber das ist eigentlich Wayne, ob die disliken oder nicht. Weil die Klicks bleiben gleich und die Dislikes und die Likes werden sowieso zusammengezählt, Leute. Also YouTube ist es so oder so egal. Hauptsache viele Klicks und viel Geld machen die wieder und ich kann irgendwie... Könnte ich mir schon gut vorstellen, so dass die das alles geplant haben ein bisschen. Aber ich will da nichts unterstellen den beiden oder so, aber ich könnte es mir eigentlich schon ein bisschen gut vorstellen. Da. Ja. So, auf jeden Fall. Schau, Miguel Pablo hat das Video, den Diss-Track gemacht. Dann kommen die ganzen Leute von Hera J. Ja, disliken. Kommt alle disliken und so, dann bekommt er keine Ahnung, wie viel Dislike, was ihn aber wahrscheinlich nicht jucken wird. Weil er bekommt einfach nur doppelt Geld, Leute. Und dann macht Hera J das Statement-Video. Da kommen alle Leute von Miguel Pablo zu Hera J disliken das Video natürlich. Und wieder das Gleiche. Die Dislikes und die Likes werden zusammengezählt, die Klicks und schön Geld gemacht wieder. Und dass er nicht monetisiert. Leute, bin ich behindert? Monetisieren? Ich bin einfach behindert, lassen wir das mal. Und also wieder doppelt Likes, doppelt Dislikes, dann macht er wieder unendlich Geld damit. Und ja, dann macht Miguel Pablo wieder ein Video und dann kommen wieder die Leute von Hera J, disliken das Video von Miguel Pablo. Und Leute, was passiert dann? Ja, wieder die Dislikes und er macht wieder mehr Geld, Leute. Also es ist, keine Ahnung, wie man es glauben kann oder kein Plan, aber ich finde, das ist so viel Fake, also dass die ganzen Beefs, oder nicht alle, aber viele echt einfach nur Fake sind, Leute. Also kein Plan, ob das bei denen Fake ist, aber... Ich könnte es mir gut vorstellen. Aber ja, mal schauen. Also ich wollte nur so ein kurzes Video drüber sagen, so wie über alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.